was für eine Hitze. Das kannst du laut sagen, Rudi. Ja. Was für eine Hitze. Möchtest du vielleicht ein Hefeklößchen zum Probieren? Mit Vanillesoße? Nee. Es ist viel zu heiß für Klöße. Ich hab Durst. Gläschen Wasser. Lieber Vanilleeis. Nein, das gibt's zum Nachtisch. Das tut gut. Ich will auch. Aber mit Eis natürlich. Oh, wir müssen mal den Kühlschrank abtauen. Bist du zufrieden? Ja, ja. Jedenfalls fast. Ich brauche noch einen Strohhalm. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Lieferung für Frau Siebenstein. Bin ich hier richtig? Gold, richtig. Rein damit. Ja. Ganz schön heiß, was? Wem sagen Sie das? Hier, komm, stell Sie sich. Also, meine Herren, da muss wohl ein Missverständnis vorliegen. Wir haben doch keine Schlitten bestellt. Also, ich bitte Sie, zu dieser Jahreszeit. Hier steht's. Lieferung von 50 Schlitten an Frau Siebenstein. 50 Schlitten? Siebenstein! Was gibt's denn? Siebenstein, hast du 50 Schlitten bestellt? Mitten im Sommer. Waren das nicht 5? Ob nun 50 oder 5? Wie kann man im Sommer Schlitten bestellen? Sind sehr schön, die Schlitten. Was? Ist es nicht schön, wenn wir etwas haben, was uns im Sommer an den Winter erinnert? Schöne Schlitten, die einen im Sommer an den Winter erinnern. Dir mangelt es einfach an kaufmännischem Geschick. Wieso? Die waren sehr günstig. Hey! Was? Wer bist du denn? Mein Name ist Frederik und ich würde jetzt gerne mein Iglu sehen. Was für ein Klo? Mein Iglu, das ist ein Schneehaus. Siebenstein, hast du mal ein Iglu? Was hat er gesagt? Es hörte sich an wie Iglu. Hep. Das ist Frederik. Hallo, Frederik. Aus dem Kühlschrank. Woher? Papa, ja, Papp, aus dem Kühlschrank. Ich bin vom Südpol und ich habe eine Reise nach Grönland gebucht. Es hieß nämlich 4-Sterne-Iglu mit Blick aufs Meer. Grönland, Iglu, sind jetzt alle verrückt geworden? Wir haben hier kein 4-Sterne-Iglu mit Blick aufs Meer. Aber dafür jede Menge Schlitten. Oh, ich bin ja auch wegen des Schlittenrennens hier. Und jetzt möchte ich gerne meinen Iglu sehen. Ich möchte mich ausruhen. Es war schließlich eine lange Reise vom Südpol bis hierher. Du machst beim Schlittenrennen mit. Selbstverständlich. Frederik, hier ist nicht Grönland. Was? Sondern ein Trödelladen. Das kann gar nicht sein. Ich bin immer streng nach Karte gereist und da hieß es immer geradeaus und dann am Äquator. Was für ein Tor? Rudi, der Äquator ist doch kein Tor, sondern eine gedachte Linie. Die Erde in Nord- und Südhalbkugel teilt, das weiß doch wirklich jeder. Also, hier ist der Äquator. Hier sind wir und hier das Weiße.
Das ist Grönland und der Nordpol. Aha. Eisberge. Eisschollen, wie schön. Da, wo du herkommst, ist es bestimmt immer sehr kalt. Und alles voller Eis und Schnee. Ja, ja, das stimmt. Genau. Das ist es. Komm mit. Hey, was soll das? Siebenstein, was hast du vor? Siebenstein, wo gehst denn du hin? Komm mit. Wohin denn? Ihr bleibt jetzt mal ein Weilchen in der Küche. Was? Und du? Ich muss da draußen was erledigen. Rudi, ihr passt auf den Gast auf, ja? Und seid bitte nett zu ihm. Natürlich. Habt ihr das gehört? Wir sind ja nicht schwerhörig. Ich habe Hunger. Habt ihr Schnee in den Ohren? Ich habe Hunger. Wie wär's denn mal mit Fisch? Das Vanilleeis war ja nicht so lecker. Welches Vanilleeis? Mein Vanilleeis! Du hast mein allerlieblingstes Vanilleeis aufgefressen. Nein, so lecker war es ja nun auch wieder nicht. Das ist sogar sehr lecker. Ja, ja. Das ist das leckerste Eis überhaupt. Nein! Du Eisklauer! Ja, komm doch ruhig her, wenn du was von mir willst. Du Großschnabel! Also bitte! Klauer! Halt, halt, halt! Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich selber mal in Grönland war? Nee, hast du nicht. Du. Du warst schon mal in Grönland? Tja, das war eine aufregende Geschichte. Könnt ihr mir glauben? Bist du da Schlitten gefahren oder was? Psst. Nein, ich habe etwas viel, viel Spannenderes erlebt. Also, nun gut. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist es so gewesen. Es war vor etwa 70 Jahren, hoch oben im kalten Norden bei den Inuit. Dort, wo es nichts Grünes gibt, keinen Baum und keinen Strauch. Oh, ich hab völlig verschlafen. Ich muss los, Kila. Wir brauchen was zu essen. Stimmt, von dem Krümelchen werden wir nicht satt. Du gehst doch jetzt nicht etwa jagen, Akuluk. Das Kind kann jeden Moment kommen. Macht euch deshalb bloß keine Sorgen. Das Kind kommt noch nicht. Nicht so schnell. Pass gut auf Kila auf, Koffer. Du auch, Taflo. Hast du gehört? Aufhören, Taflo. Hör sofort auf mit dem Quatsch. Komm schon, Koffer. Mach doch mal was Gescheites. Robbenfell weichkauen. Ich zeig's dir so. Wenn ich jetzt mal nicht selber weichgekaut werde, Taflo. Nein. Ich muss Handschuhe nähen für das Kind. Und Schuhe auch. Doch, Taflo, ich bin doch kein Spielzeug. Das Boot! Da
das ist heute nicht mein Glückstag. Ich habe nichts zu fressen für dich. Warte gefälligst, bis Akuluk wiederkommt. Hey, Taflo, hör jetzt endlich auf. Lass den Koffer in Ruhe. Lass das. Lass das. Oh, das Kind, das Kind. Oh, es will nicht länger warten. Oh nein. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh. Oh. Um Himmels Willen. Oh, kaputt. Auch das noch. Und ich bin steif gefroren. Gleich bin ich ein Eiswürfel. Wie komme ich hier bloß wieder weg? Beiß auf das Fell. Beiß zu, wenn es weh tut. Das hilft. Und jetzt? Und jetzt? Ich bin doch keine Hebamme. Kila, das Baby ist stark genug. Es findet seinen Weg schon ganz alleine. Keine Angst. Pressen! Ich glaube, du musst pressen! Jetzt, wenn ich bloß was sehen könnte. Taflo! Taflo! Schlaf jetzt, Kila. Du warst sehr tapfer. Schlaf. Hä? Oh nein. Ohne Feuer wird es eiskalt. Das Baby wird erfrieren. Na? Hast du's schön warm, kleiner Mann? Hält der Koffer dich schön warm? Taflo! Hast du Akuluk gefunden? Ein Hund und ein Koffer. Auf die ist halt immer Verlass. So ein hübscher Junge. Groß soll er werden. Ja, und stark. Und niemals soll er Hunger leiden. Sein Name ist der kleine Koffer. Der kleine Koffer, so hieß er mit Recht. Er wurde mein Patenkind, denn mitten im großen Schneesturm war ich immerhin der Einzige, der bei seiner Geburt geholfen hatte. Ja, ganz schön deine Geschichte, aber... Wenn ich jetzt nicht gleich was in den Schnabel kriege, wie steht's denn mit dem Fisch? Nun, irgendwo müssten wir noch Ölsardinen haben. Dosenfisch? Also wir Seevögel essen nur frischen Fisch. Ach so. Du, ein Vogel! Haha, du kannst ja nicht mal fliegen. So, dafür schwimme ich sehr gut. Ich kann noch viel besser schwimmen. Und ich kann tauchen. Oh, oh. Ich tauche aber in Wasser. Wo bist denn du? Hier. Und ich in Eiswasser. Und ich jage Fische. Das kannst du nicht. Das kann doch jeder. Ich jage mehr so Käse, Schokolade und Glitzersachen. Jagen? Stibitzen wäre das bessere Wort. Koffer, weißt du, wo die Säge ist? Säge? Ah, jetzt fällt's mir wieder ein. Mit dem Kontrabass.
saßen auf der Straße und erzählten sich was. Oh. Da kam die Polizei, ja was? Ja, ja, sehr schön, Rudi. Und? Kannst du auch so gut singen? Ich singe am Südpol im Pinguinchor ganze Konzerte. Piep, 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 piep. Das ist die zweite Stimme aus dem berühmten Eisschollenkonzert für vier Stimmen. Ach was. Klingt aber nicht besonders schön. Das war richtiger Gesang, im Gegensatz zu deinem Gekrächze. Gekrächze? Mhm. Koffer, sag diesem komischen Vogel, dass ich nicht krächze. Pinguine können mit ihrem Schnabel längst nicht so tolle Sachen wie Raben. Noch viel mehr. Auch Telefonnummern wählen. Kinderspiel. Und Burgen bauen. Und kannst du Schneeball-Schnabel-Weitwurf? Ist doch Baby einfach. Das sind doch keine Schneebälle, sondern Klöße. Ein Wettkampf. Einverstanden. Was? Also, das geht nun wirklich zu weit. Klöße werfen? Die wollten wir doch heute noch essen. Können wir doch. Wir werfen sie in die Schüssel daneben dir. Was? Ja, sozusagen servierfertig. Schon, aber trotzdem. Koffer, du bist der Schiedsrichter. Oh. Gute Idee. Hm? Herr Schiedsrichter? Ja. Nun gut, aber ihr hört auf mein Kommando, ja? Oh. Ich bin bereit. Gut, dann fange ich an natürlich. Oh, ich bin ja mal gespannt. Oh, getroffen! Ja, jetzt du. Jetzt ich. Ha! Auch getroffen. 1-1. Aber kannst du auch mit einem Schnabel-Seitwärtsdreher? Schnabel-Seitenverdrehung. Na klar, kann doch jeder. Und? Up. Oi, wieder ein Treffer. Es steht 2-1 für Rudi. Ja. Gleichstand. Aber jetzt kommt's. Mit Rückfallzieher. Oh, da bin ich aber gespannt, hä? Getroffen! Alle Achtung! Und? Mach nach! Ja! Poh. Getroffen! Damit steht es 3-3. Kannst du auch mit geschlossenen Augen? Oh ja, super Idee! Was? Mit geschlossenen Augen? Na, das will ich sehen. Hey! Oh. Leider daneben! Daneben! Endlich mal! Haha, getroffen! Auch daneben, Rudi! Gott, Gott, Gott! Getroffen! So, warten! Ihr Wüten, aufhören! Sofort aufhören! Was macht ihr denn? Das geht entschieden zu weit! Aufhören, hab ich gesagt! Das ist gegen die Regeln! Autsch! Los, es sind alle! Oh. Na und? Ja! Sofort aufhören! Ja, los, schneller! Aufhören! Sofort aufhören! Aufhören, seid ihr! Ihr sollt aufhören, ihr Rüpel! Ich rufe Siebenstein! Tang, tang! Feuer! Siebenstein! Ach, herrje. Koffer! Diese beiden Rüpel! Ich konnte nichts tun. Siebenstein, du hast unseren allersupersten Wettkampf verpasst.
Ich hatte zu tun. Aber jetzt ist es fertig. Was ist fertig? Eine Überraschung. Was für eine Überraschung? Boah. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Der ganze Laden voll Eis und Schnee. Für die Jahreszeit zwar ungewöhnlich, aber es sieht prachtvoll aus. Freuen sich bestimmt alle, wenn sie bei dieser Hitze was Winterliches kaufen können. Ist das ein Iglu? Ja, das ist ein Iglu. Und wo sind da die 4 Sterne? Rudi, weißt du was? Ich fahre erst morgen nach Grönland. Dann können wir noch jede Menge Wettkämpfe machen, hä? Au, ja! Oh nein! Einer nach dem anderen. Was kann ich denn für euch tun? Ich bin schon um die Welt gereist, vom Südpol bis Shanghai. Kann doch jeder. Auf einer dicken Scholle Eis, gezogen von einem Hai, von einem weißen Hai. Höchstens eine Ölsardine. Ho, hey, die ho. Hey, du Dödel, hey, die ho. Das kann ich ganz allein, doch schöner ist so zwei. Ganz allein, doch schöner ist so zwein. So, oho, das kannst du ganz allein. Aber hallo! Wie wär's denn mal zu dritt? Zu viert! Das ist noch schöner wär. Ja, genau! Piep, 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 piep. Oh, weia, hat mal jemand einen Schluck Wasser? Ich nicht. Ich hab mal mit dem Bär gekämpft. Der war so groß wie ein Haus. Du alter Angeber. Da hab ich zweimal laut gebrüllt. Und schon am Bär Reißaus. Reißaus. Der Bär Reißaus ausgenommen von dir? Das ist nicht klar, Rudi. Ho, hey, die ho. Hey, du Dödel, hey, die ho. Das kann ich ganz allein. Doch schöner ist zu zweit. Ho, hey, die ho. Das kann ich ganz allein, doch schöner ist so zwei. So, oho, das kannst du ganz allein. Wie wär's denn mal zu dritt? Zu viert. Dass es noch schöner wäre. Was? Was für eine Hitze. Das kannst du laut sagen, Rudi. Ja. Was für eine Hitze. Möchtest du vielleicht ein Hefeklößchen zum Probieren mit Vanillesoße? Nee. Es ist viel zu heiß für Klöße. Ich hab Durst. Gläschen Wasser. Lieber Vanilleeis. Nein, das gibt's zum Nachtisch. Das tut gut. Ich will auch. Aber mit Eis natürlich. Oh, wir müssen mal den Kühlschrank abtauen. Bist du zufrieden? Ja, ja. Jedenfalls fast. Ich brauch noch einen Strohhalm. Guten
Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Lieferung für Frau Siebenstein. Bin ich hier richtig? Gold, richtig. Rein damit. Ja. Ganz schön heiß, was? Wem sagen Sie das? Hier, komm, stell dich hin. Also, meine Herren, da muss wohl ein Missverständnis vorliegen. Wir haben doch keine Schlitten bestellt. Also, ich bitte Sie, zu dieser Jahreszeit. Hier steht's. Lieferung von 50 Schlitten an Frau Siebenstein. 50 Schlitten? Siebenstein! Was gibt's denn? Siebenstein, hast du 50 Schlitten bestellt? Mitten im Sommer. Waren das nicht 5? Ob nun 50 oder 5? Wie kann man im Sommer Schlitten bestellen? Sind sehr schön, die Schlitten. Was? Ist es nicht schön, wenn wir etwas haben, was uns im Sommer an den Winter erinnert? Schöne Schlitten, die einen im Sommer an den Winter erinnern. Dir mangelt es einfach an kaufmännischem Geschick. Wieso? Die waren sehr günstig. Hey! Was? Wer bist du denn? Mein Name ist Frederik und ich würde jetzt gerne mein Iglu sehen. Was für ein Klo? Mein Iglu. Das ist ein Schneehaus. Siebenstein, hast du mal ein Iglu? Was hat er gesagt? Es hörte sich an wie Iglu. Hep. Das ist Frederik. Hallo, Frederik. Aus dem Kühlschrank. Woher? Papa, ja, Papp. Aus dem Kühlschrank. Ich bin vom Südpol und ich habe eine Reise nach Grönland gebucht. Es hieß nämlich 4-Sterne-Iglu mit Blick aufs Meer. Grönland, Iglu, sind jetzt alle verrückt geworden? Wir haben hier kein 4-Sterne-Iglu mit Blick aufs Meer. Aber dafür jede Menge Schlitten. Oh, ich bin ja auch wegen des Schlittenrennens hier. Und jetzt möchte ich gerne meinen Iglu sehen. Ich möchte mich ausruhen. Es war schließlich eine lange Reise vom Südpol bis hierher. Du machst beim Schlittenrennen mit. Selbstverständlich. Frederik, hier ist nicht Grönland. Was? Sondern ein Trödelladen. Das kann gar nicht sein. Ich bin immer streng nach Karte gereist. Und da hieß es immer geradeaus. Und dann am Äquator. Was für ein Tor? Rudi, der Äquator ist doch kein Tor, sondern eine gedachte Linie. Die Erde in Nord- und Südhalbkugel teilt, das weiß doch wirklich jeder. Also, hier ist der Äquator. Hier sind wir. Und hier das Weiße. Das ist Grönland und der Nordpol. Aha. Eisberge. Eisschollen, wie schön. Da, wo du herkommst, ist es bestimmt immer sehr kalt und alles voller Eis und Schnee. Ja, das stimmt, genau. Das ist es. Komm mit. Hey, was soll das? Siebenstein, was hast du vor? Siebenstein? Wo gehst denn du hin? Komm mit! Wohin denn? Ihr bleibt jetzt mal ein Weilchen in der Küche. Was? Und du? Ich muss da draußen was erledigen. Rudi, ihr passt auf den Gast auf, ja? Und seid bitte nett zu ihm. Natürlich. Habt ihr das gehört? Wir sind ja nicht schwerhörig. Ich habe Hunger. Habt ihr Schnee in den Ohren? Hä? Ich habe Hunger. Wie wär's denn mal mit Fisch? Das Vanilleeis war ja nicht so lecker. Welches Vanilleeis? Mein Vanilleeis! Du hast mein allerlieblingstes Vanilleeis aufgefressen. So lecker war es ja nun auch wieder nicht. Das
ist sogar sehr lecker. Ja, ja. Das ist das leckerste Eis überhaupt. Nein. Du Eisklauer! Oh. Ja, komm doch ruhig her, wenn du was von mir willst. Was? Du Großschnabel! Also bitte. Klauer! Halt, halt, halt! Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich selber mal in Grönland war? Nee, hast du nicht. Du. Du warst schon mal in Grönland? Tja, das war eine aufregende Geschichte. Könnt ihr mir glauben? Bist du da Schlitten gefahren oder was? Psst, nein. Ich habe etwas viel, viel Spannenderes erlebt. Also, nun gut, wenn ich mich recht erinnere, dann ist es so gewesen. Es war vor etwa 70 Jahren, hoch oben im kalten Norden bei den Inuit. Dort, wo es nichts Grünes gibt, keinen Baum und keinen Strauch. Ich hab völlig verschlafen. Ich muss los, Kila. Wir brauchen was zu essen. Stimmt. Von dem Krümelchen werden wir nicht satt. Du gehst doch jetzt nicht etwa jagen, Akuluk. Das Kind kann jeden Moment kommen. Macht euch deshalb bloß keine Sorgen. Das Kind kommt noch nicht. Nicht so schnell. Pass gut auf Kila auf, Koffer. Du auch, Taflo. Hast du gehört? Aufhören, Taflo. Hör sofort auf mit dem Quatsch. Komm schon, Koffer. Mach doch mal was Gescheites. Robbenfell weichkauen. Ich zeig's dir so. Wenn ich jetzt mal nicht selber weichgekaut werde, Taflo. Nein. Ich muss Handschuhe nähen für das Kind. Und Schuhe auch. Doch, Taflo, ich bin doch kein Spielzeug. Oh nein, das Boot! Es ist heute nicht mein Glückstag. Ich habe nichts zu fressen für dich. Warte gefälligst, bis Akuluk wiederkommt. Hey, Taflo, hör jetzt endlich auf. Lass den Koffer in Ruhe. Lass das. Oh, das Kind. Oh, es will nicht länger warten. Oh nein. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh. Um Himmels Willen. Kaputt. Auch das noch. Und ich bin steif gefroren. Gleich bin ich ein Eiswürfel. Wie komme ich hier bloß wieder weg? Beiß auf das Fell. Beiß zu, wenn es weh tut. Das hilft. Und jetzt? Und jetzt? Ich bin doch keine Hebamme. Kila, das Baby ist stark genug. Es findet seinen Weg schon ganz alleine. Keine Angst. Pressen! Ich glaube, du musst pressen! Ja. Ja. Wohin jetzt, wenn ich bloß was sehen könnte? Kila!
jetzt, Kila. Du warst sehr tapfer. Schlaf. Hä? Oh nein. Ohne Feuer wird es eiskalt. Das Baby wird erfrieren. Na? Hast du's schön warm, kleiner Mann? Hält der Koffer dich schön warm? Tavlo! Hast du Akuluk gefunden? Ein Hund und ein Koffer. Auf die ist halt immer Verlass. So ein hübscher Junge. Groß soll er werden. Ja, und stark. Und niemals soll er Hunger leiden. Sein Name ist der kleine Koffer. Der kleine Koffer, so hieß er mit Recht. Er wurde mein Patenkind. Denn mitten im großen Schneesturm war ich immerhin der Einzige, der bei seiner Geburt geholfen hatte. Ganz schön deine Geschichte. Aber wenn ich jetzt nicht gleich was in den Schnabel kriege, wie steht's denn mit dem Fisch? Nun, irgendwo müssten wir noch Ölsardinen haben. Dosenfisch? Also wir Seevögel essen nur frischen Fisch. Ach so. Du, ein Vogel! Haha, du kannst ja nicht mal fliegen. So, dafür schwimme ich sehr gut. Ich kann noch viel besser schwimmen. Und ich kann tauchen. Oh. Oh. Ich tauche aber in Wasser. Wo bist denn du? Hier. Und ich in Eiswasser. Und ich jage Fische. Das kannst du nicht. Das kann doch jeder. Ich jage mehr so Käse, Schokolade und Glitzersachen. Jagen? Stibitzen wäre das bessere Wort. Koffer, weißt du, wo die Säge ist? Säge? Ah, jetzt fällt's mir wieder ein. Mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, ja was? Ja, ja, sehr schön, Rudi. Und? Kannst du auch so gut singen? Ich singe am Südpol im Pinguinchor ganze Konzerte. Piep, 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 piep. Das ist die zweite Stimme aus dem berühmten Eisschollenkonzert für vier Stimmen. Ach was. Klingt aber nicht besonders schön. Das war richtiger Gesang, im Gegensatz zu deinem Gekrächze. Gekrächze? Mhm. Koffer, sag diesem komischen Vogel, dass ich nicht krächze. Pinguine können mit ihrem Schnabel längst nicht so tolle Sachen wie Raben. Noch viel mehr. Auch Telefonnummern wählen. Kinderspiel. Und Burgen bauen. Und kannst du Schneeball-Schnabel-Weitwurf? Ist doch Baby einfach.